Weiter, Leute. Mit Millennia. Euch allen viel Vergnügen hier. Eine Runde weiter. Ihr wisst, was das bedeutet. Können wir mittlerweile schon wieder in drei Runden. In drei Runden erst wieder. In drei Runden können wir nochmal einen Versuch machen, auf den Mond zu fliegen. Habe ich schon erwähnt? In drei Runden. Und alles hatte wie am Schnürchen geklappt, bis der letzte Schritt da war. Mehrfach haben wir Astronauten auch zum Trabanten geschickt und sie sind nicht zurückgekommen. Ich muss heute noch an deren Todestag den Witwen und Waisen Kärtchen schicken und ihnen im Namen der Nation meinen Dank aussprechen. Im Ernst, mache ich wirklich. Oh, das war ein fixer Rundenwechsel. Plötzlich geht es wieder schneller. Wir wollten hier unten Leute hinbringen. Für einen Händler. Perser Ärger. Eine Kanalisation. Jede Menge. Oh, reicht nicht ganz. Dann lass uns doch weitermachen mit dem Krämerladen und mehr. Mit mehr Nahrung hier. Neuigkeiten aus dem Ausland. Sulu und Griechen hatten nicht eine Allianz. Hatten nicht eben mal Krieg? Ich habe keine Ahnung. Wir könnten schon wieder Punkte ausgeben oder wir können bis 400 sammeln. Komm, wir gucken mal, ob wir irgendwo mehr Bürger brauchen. Mehr Wohnraum brauchen. Wie viel Energie? Hier haben wir jede Menge Eisen. Einmal Eisen umwandeln. Hier oben in einen Stahlofen. Ja. Schon geht die Energie ein bisschen runter. Etwas mehr Energie verbrauchen und noch mehr Weizen. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Hier ist Platz frei. Hier können wir irgendwas machen. Hier können wir für mehr Bildung sorgen. Oder für mehr Hygiene, aber Hygiene bekommen wir gleich durch die Forschung, durch die Energie. Wir sorgen hier für mehr Bildung. Wir setzen hier eine Schule hin, einen Schulbezirk. Zack, 200%, alles gut. Ob die Entwickler gerade live einen Minifix eingebaut haben aufgrund unserer Rundenzahlen? Na, ich glaube nicht. Aber die Idee wäre eine coole. So, was machen wir als nächstes? Wir wollten hier noch schauen, wie das hier aussieht mit den Waren. Das haben wir, glaube ich, gut hinbekommen. Und in Perser Ärger. Wir könnten einmal roden, wenn wir der Meinung wären, es bringt uns was. Jede Menge Eisen. Jede Menge Stahl. Drei Stahl. Wir machen noch einmal hier vorne Wald weg. Und hier haben wir die Möglichkeit, also das holen wir uns gleich. Wir könnten auch Nahrung gleich nochmal boosten. Ich gehe erst nochmal in die Produktion rein und würde gerne noch mehr Eisen in Stahl oder Stahl in Werkzeuge umwandeln. Maschinenwerkstatt. Vier Stahl. In vier Elektrowerkzeuge. Wir haben nur drei. Wir könnten ihn von woanders importieren. Ist jetzt nicht ganz so effizient. Einer fehlt. Wir müssen noch ein Gebäude irgendwo hinpacken. Bürger haben wir genug. Entschuldigung, kurz die Nase putzen. Und das heißt, wir könnten... Wir haben nur vierten. Nächste Runde können wir wieder roden. Oder wir finden irgendwas, was wir abreißen. Oder irgendwo ein leeres Plätzchen. Auf Hügeln kann man leider nichts machen sonst. Kann man erst nächste Runde machen. Oder wir schicken denen das rüber von einer anderen Stadt. So, den von woanders einen Stahl rüberschicken. Ja, ne?
Vielleicht von Bolopolis. Hat Bolopolis Stahl zu viel? Nein, doch. Barren. Die haben noch die altmodischen Barren. Die müssen wir nachher modernisieren. Wie sieht's aus in Memphis? Das sind Barren. Das ist ein Stahl. Den einen Stahl könnten wir rüberschicken. Nach Perserärger. Kommt man da irgendwie per Klick direkt dorthin? Leider nicht, ne? Hier einmal draufklicken? Auch nicht. Rechtsklick? Auch nicht. Tab? Mittel? Auch nicht. Einmal suchen gehen. Natürlich immer die letzte Stadt. Perserärger. Der wird jetzt von irgendwo her geliefert. Und wir hatten eben, fehlte noch woanders was. Das war hier vorne. Und hier fehlt ebenfalls ein Stahl. Mal gucken, ob wir den von woanders hier hinliefern können. Hier hatten wir noch keinen Stahl. Also wenn, ging es auch nur von Memphis und hatten wir noch kein Überangebot. Eine Runde weiter. Rimworld und andere Spiele, Ablock, Colony Sims, also so Automationsspiele, kaum. Nee, ist nicht ganz so mein Ding. Wieder eine Gedenkpause. Und einen weiteren Händler hier runterbringen. Da ist einer drin, da würde ich gerne einen hinschicken. Wie kommt ihr denn da hin, ohne zu verunglücken? Am besten hier hin. Sollte eigentlich gehen. Bewegungspunkte fehlen. Und warum wird das denn hier überhaupt angezeigt? Weil die Schiffe können nicht anlanden. Minibug im Spiel. Von Transporter entladen wird angezeigt als möglich, aber nur bei den Kriegsschiffen, die nicht an Land gehen können und nicht hierbei. Deutschland und Indien haben keinen Krieg mehr und wieder eine Runde weiter. Pardon. Kann man mittlerweile einen Händler erstellen? Nein, ich mache uns mal eine Erinnerung rein. Schon wieder 303 Forschungspunkte. Ich gehe ja oben mal statt in die Verbesserung rein in die Wissenschaft. Stufe 5 geht nicht, Alpha. Hatten wir eben festgestellt. Da fehlt uns noch eine Tech. Krämerladen können wir mal kurz dazwischen schieben, ist aber nicht nötig. Einmal Traktat. Noch mehr Wissenschaft und eine Runde weiter. Genau, ich habe in der Flotte 3 Einheiten. Eine kann an Land gehen, aber sie kann aktuell nicht an Land gehen, weil die Bewegungspunkte nicht ausreichen. Trotzdem wurde mir mal anklicken der Gesamtflotte angezeigt, dass die der Befehl oder die Aktion aufs Land gehen verfügbar sei. Und da waren so zwei grüne Haken, dass es geht und dass alle Bedingungen stimmen. Aber das stimmte ja nicht. Die Bedingungen stimmten für die beiden Einheiten, die grundsätzlich nicht an Land gehen können, nämlich für Kriegsschiffe. Also ich stimmte nicht für die einzige Einheit, die hätte an Land gehen können, weil die hatte keine Punkte mehr. Jetzt geht's. Jetzt wird das hier nicht mehr falsch angezeigt. Jetzt können wir da nicht hingehen, weil da so ein Ballondorf ist. Da müssen wir einen Umweg machen und hoffen, dass er da irgendwann ankommt. Wir warten mal eine Runde ab. Oder ich fahre mit den anderen schon mal zurück. Jetzt bin ich mit allen zurückgefahren. Das passiert so schnell hier. Nächste Technologie, einmal abgeschlossen. Das ist die Energie. Das ist Wertstoffhof, eine Verbesserung unserer
Hygiene, Modernisierung statt eines Müllhaufens. Und da können wir Energie produzieren. Ich glaube sogar auf Flachland. Nächstes Zeitalter. 6 Runden. Zeitalter der Information. Wegen rückgängig machen, ja, jetzt nicht, stimmt, hätte ich machen können. Jetzt geht's nicht mehr, nachdem ich hier eine Entscheidung getroffen habe. Amuns Amboss. Krämerladen. Die Kunstpunkte brauchen wir nicht wirklich. Wie hoch ist der Überschuss? 172, dann ziehen wir den hier durch. Brauchen wir jemals irgendwas mit Unruhe hier? Eigentlich nicht. Verteidigung gegen, das ist die Stadt, die ganz im Osten ist. Die muss ich wahrscheinlich niemals verteidigen gegen Flugzeuge. Erzeugt aber, glaube ich, auch einen Kriegspunkt, oder? Ein Erkundungspunkt. Oh je, wir bauen mal ein. Das Theater braucht 300 Produktionen, dann wird auch was übrig bleiben. Wir machen das hier mal. Oder wir bauen das mal an. Memphis, Mondlandung kommt gleich. Krämerladen, Produktionsüberschuss hier bei Tooltip, hallo? 143, krass, 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 krass. Zivilverteidigung, ein Befestigungsbonus, falls die Grenzstadt doch mal von den Zulu angegriffen wird und ein Kriegspunkt jede Runde. Einmal kurz anbauen zumindest. Krämerladen, Produktionsüberschuss bei 19, das ist schön wenig. Dann können wir hier in Forschung gehen. So, und bevor wir jetzt die Mondlandung, wir versuchen mal die Mondlandung. Menschen auf dem Mond. Nochmal, Daumen drücken. Spezialisten führen harte Landungstests durch. Orbitalschleuderflugbahnen werden getestet. Erkundungspunkte, 80% Wahrscheinlichkeit mittlerweile. Wir investieren alle unsere Ressourcen. Daumen drücken. Countdown startet jetzt. 3, 2, 1. Kurzester Countdown und... Das gibt's doch gar nicht. Schon wieder gescheitert. 3-mal hintereinander. Bei 70, 70 und 80%. Kann passieren. Das kann passieren. Naja. Wir wollten für mehr Hygiene sorgen. Das sind die Müllhaufen, die wir verbessern können. Achtung, dann brauchen wir auch mehr. Nee, die verbrauchen keine Energie. Einmal ein Level Up hier oben. Ja. Super, super gut hier. Das hier vorne ist ein Müllhaufen, den wir eventuell sogar weglassen können. Im Augenblick erzeugen wir doppelt so viel. Den können wir ruhig verbessern. Dann haben wir das hinter uns. Dann haben wir genug Punkte. Dann, das war die Stadt hier. Dann unsere Hauptstadt Bulopolis. Ein Müllhaufen hier vorne. 137. Da können im Wertstoffhof 2 Leute arbeiten. Oh lala. Ziehen wir den hier ab aus dem Müllhaufen, packen den hier rein und wir haben 145. Dann mache ich den hier hinten, dann verbessern wir den auch. Jetzt arbeitet einer drin, wir haben 175. Dann stecken wir dann noch einen rein. Und führen den von wo weg? Vielleicht von der Plantage, die ein bisschen Trauben erzeugt. Einmal weg von der Plantage. Dann stattdessen hier rein. Und dann gehen wir nochmal zurück zu der Stadt, wo wir gerade wachen. Da hatte ich nämlich keinen Blick drauf, dass hier 2 Bürger arbeiten können. Hier arbeiten 2 und der andere war
Wertstoffhof. Drei arbeiten hier, sind aber bei 200%. Alles gut. Alles top. Dann schauen wir uns das Ganze noch an hier vorne bei Amuns Amboss. Danke, stabil, sehr freundlich. Freut mich, dass du gerne dabei bist. Ganz liebe Grüße. Hier vorne 118% Bedürfnisbefriedigung bei der Hygiene, ein Wertstoffhof. Da sind jetzt zwei Bürger arbeiten dort. Wir könnten noch einen verbessern, es ist keiner da. Mehr Nahrung brauchen wir hier nicht. Und jetzt müssen wir als letzte Stadt uns noch kümmern um Perserärger. Hier vorne, auf dem mitten da, wo das Vieh ist, eine Verbesserung. In der Arbeit noch sofort 287%. Ach, das reicht ja eigentlich. Wir brauchen nicht unbedingt 200. Weitere Verbesserungen sind hier auch gerade gar nicht möglich. Und jetzt gucken wir, wo Energie erzeugt wird. Hier einmal zum Beispiel zu wenig. Mal gucken, ob das auf Hügeln Energie. Der Windpark gibt 6 Energie auf Hügeln. Ich glaube, auf normalem Land auch 6. Wir hatten da irgendwo Trauben gehabt und die nicht weiterverarbeitet, ne? Wo war das nochmal? Ich hatte gerade gesagt, Trauben brauchen wir nicht. War das in der Hauptstadt? Hier vorne? Nee, das ist ein Übersetzer auf Flachs. War das hier unten? Wo hatten wir die Trauben? Seht ihr irgendwo einen Traubensumm im Bolopolis, meint Raiden? Flachs. Hier sind Trauben. Das ist Weizen, das ist Tee. Tabak ist das. Den Tabak brauchen wir auch nicht unbedingt. Also hier kann ich gerade keinen Wein erkennen. Tut mir leid. Ein Feld nördlich von Bolopolis. Tatsächlich, das war gut versteckt. Da ist er. Eine große Plantage. 2 Trauben, ein bisschen Vermögen, etwas Nahrung. Und das ist Tabak, Luxus und Produktion. Tabak ist cooler. Dann machen wir das hier weg. Denn die Nahrung können wir auch anders generieren. Und, oh Gott, was wollte ich hier hinsetzen? Wir wollten die Energie mal checken. Wir haben hier genug Energie. Energiecheck, Windpark, auch nur 6 Energie. Ist also egal, wohin man den baut. Dann lass uns doch hier ein Haus bauen. Direkt neben der Stadt. Das sieht doch auch schick aus. Zivil und ein... Oh Gott, was war das? Ein Apartmentgebäude, ne? 40 Wohnraum, Ideologiepunkte, Energieverbrauch bei 2. Können wir machen. Da ist es. Sehr schön. So, und jetzt brauchen wir... Hier vorne in Perserärger Strom. Einmal Strom hier vorne. Ein Windpark. Hier arbeiten keine Leute. Das müssen wir mal überprüfen. Hier unten haben wir 2 Bürger, die im Wald sind. Die packen wir mal raus. Einmal tiefer Wald, einmal raus. Einmal Windpark rein. Energie bei 184. Wir packen noch einen Windpark daneben hin. Genau. Und ein Bürger ist wieder im Wald gelandet. Wo könnten wir den stattdessen arbeiten lassen? Fehlt uns irgendwas? Gerade nicht. Eigentlich ist alles gut gerade, ne? Dann haben wir mal einen Bürger auf Vorrat hier, der gerade nichts macht. Ölfeld kann man im Augenblick nicht aufleveln, nein. Dann schauen wir mal hier vorne, Thema Energie, nur 100%. Haben wir hier einen Bürger, den wir irgendwo hin. Der Yachthafen ist mäßig spannend. Hatte auch Raiden eben geschrieben. Ein bisschen Nahrung, ein bisschen Geld, ein Erkundungspunkt. Und hier der tiefe Wald. Und da arbeitet auch einer drauf und das ist auch egal. Das heißt, wir könnten irgendwo noch Energie erzeugen. Auf dem Land allerdings. Nahrung ist sehr hoch. Wir könnten eine normale Farm wegmachen.
Eine normale gedüngte Farm ohne Bonusressource. Ich glaube, das ist die hier. Bauernhof mit Pflug? Nee. Ach, das ist schon das Upgrade, die gedüngte Farm. Dann machen wir den hier weg. 2x3. Ja. Weizen sollte immer noch reichen. Ob der Windpark auf dem Wasser möglich ist, ich guck mal nach. Aber ich kann es mir kaum vorstellen. Jetzt haben wir einen arbeitslosen Bürger. Jetzt gucken wir mal nach, ob es auf dem Wasser geht. Nein, da ist nur Fisch möglich. Tja, holen wir uns jetzt die Energie. Ein Windpark bitte. Kohle umwandeln in noch mehr Energie. Haben wir hier Kohle, die wir nicht verbrauchen? Ja, wir haben 2 Kohle. Wir könnten 6 Produktion. Pro Kohle 3 Produktion und 1 Energie. Lohnt sich das? Daraus 10 Energie zu machen. Wenn es auch anders geht. Entschuldigung. Also ich glaube nicht. Also kann man machen, aber es ist irgendwie, Windpark geht genauso gut, ist teurer, macht 6 Energie aus nix. Geht genauso gut. Und da ist er, wird nicht bewirtschaftet, dafür müssen wir sorgen. Wir ziehen den Bürger aus dem Yachthafen ab, ziehen den Bürger hier rein. Alles gut. Jetzt fehlt immer noch Energie. Ein bisschen. Also es geht, es funktioniert. Die anderen gleichen das ja aus. Wir haben immer noch genug Spezialisten. Jetzt schauen wir uns mal die nächste Stadt an. Bolopolis. Hier ist die Energie okay. Letzte Stadt, die wir uns angucken müssen. Amuns Amboss. Energie bei 124. Hier vorne. Ein freier Platz. Ein Windpark. Wird nicht bewirtschaftet. Ein Yachthafen weg. Ein Windpark drauf. Energie voll da. Sehr schön. Alles läuft. Sehr, sehr fein. Ja. Ein 500. neue Zeitalter. Menschen auf dem Mond sollten wir schaffen. Ich bin gespannt, wie hoch die Belohnung ist. Ob sich das ganze Theater gelohnt hat. Beste Produktionsquelle mittlerweile Beton. Haben wir noch gar nicht. Und jetzt haben wir Eisen so halbwegs ausgeglichen und dafür gesorgt. Überall sollte die Versorgung in den Städten mittlerweile extrem gut sein. Nur in Memphis nicht. In Memphis haben wir noch ein kleines Energieproblem. Da sollten wir noch dran arbeiten halt. Wir müssen nicht alles upgraden, wir können. Und in der Punkteliste liegen wir auf Platz 3247 haben wir. Wir sind im Zeitalter der Raketen und nur die Zulu vor uns bei der Information. Und wir sind dort in 5 Runden. Ja? Und bei der Punkteliste liegen wir auf Platz... Nein, wir haben die Römer sowas von abgehängt. Das kann nur sein, weil die irgendeinen Krieg am Verlieren sind. Die Römer müssen irgendwo Städte verlieren. Wir liegen vor den Griechen, war vor Beginn des Streams nicht. Wir liegen vor den Deutschen, deutlich mittlerweile, aber zu Beginn nicht. Wir liegen immer noch vor den Azteken. Wir liegen immer noch haushoch hinter den Zulu, die einfach die Macht überhaupt sind. Und wie finden die uns? Sie mögen uns immer noch nicht und wir liegen immer noch deutlich hinter den Indern. Die Inder sind unsere direktesten Nachbarn, die Zulu sind allerdings auch Nachbarn. Deshalb machen wir mit nur 4 Regionen. Die Römer haben nur noch 2, die haben Städte verloren. Die Deutschen nur noch 3, die verlieren. Die Zulu, die Inder und die Griechen machen ihre Nachbarn platt. Wie gut, dass wir dickes Militär aufgebaut haben, aber wir haben keine Verteidigungsgebäude gebaut. Ich hoffe, das geht gut.